Ja, der König ist tot und der Dijkstra direkt mit ihm. Haben wir ganz gut gemacht. Also ich habe jetzt keine Chance gesehen, dass der Dijkstra hier überleben könnte. Er war ein Drecksack. Sagen wir mal ehrlich, er war ein Drecksack. Er hat es verdient. Auch wenn ich ihn teilweise gemocht habe. Ich weiß nicht. Ich mag seine Art irgendwie, aber... er war ein verlogener Penner. Von daher, scheiß drauf. So, haben wir jetzt irgendeine neue Quest bekommen eigentlich? Nein. Nebenquests vielleicht? Hohe Einsätze? Nein, das ist es nicht. Nein, 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 nein. Wir haben gar nichts bekommen, ne? Auch nicht vom Roach? Vom Roche? Nee, ne? Haben wir auch nicht. Der hat doch irgendwie gesagt, komm nach... Was hat er gesagt? Habe ich jetzt schon vergessen. Ich soll da hinkommen und wir werden als Held gefeiert. War wahrscheinlich nur irgendwas, was er daher gelabert hat. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ich würde sagen, wir treffen Yennefer und machen uns weiter auf die Hauptquest zu spielen. So, wo müssen wir jetzt hier raus? Hier. Ich habe mal ein bisschen auf die Minimap gelunzt, damit ich mich hier nicht verlaufe. Ist gar nicht so weit weg. 100 Fuß noch ungefähr. Und dann haben wir die Yennefer vor unseren Augen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die Hauptstory noch geht. Aber... Danke für die Hilfe, sehr gerne. Was? Welchen Bastard? Irgendjemand, den wir geschnappt haben sollen. Okay, ich glaube dir. Die redanischen Soldaten. So, was zum... Achso, hier müssen wir rein. Okay. 1 Million Schulden. Ja, ja, 1 Million Schulden. Wow, hier ist es wieder super laut. Schnell weg hier. So, wir müssen weiter hoch, wie es aussieht. Ah, da sind wir schon. Alles klar. Da bin ich mal gespannt. Geralt! Was ist los? Noch nichts, aber es braut sich was zusammen. Hm? Philippa und Margarita wollen mich sprechen. Okay. Weswegen? Haben Sie gesagt, weswegen? Nein, aber ich habe einen Verdacht. Ich wette, dass Sie was mit mir vorhaben. Und Sie geruhen mir, Ihre Pläne mitzuteilen. Mhm. Ich gehe auf jeden Fall mit. An dem Gespräch kommst du wohl nicht vorbei. Ich gehe mit dir, wenn du willst. Mhm. Wenn du dabei bist, wägen Sie Ihre Worte sorgfältiger ab. Oh ja. Da wäre ich nicht sicher. Was? Aber zwei Köpfe sind besser als einer. Bringen wir es hinter uns. Sehr guter Spruch, Geralt. Zwei Köpfe sind besser als einer. Ein Kopf ist besser als keiner. Na, du Kätzchen? Ihr wolltet mich sprechen. Ja, dich. Geralt nicht. Geralt bleibt. Oder wir gehen beide wieder. Lass ihn bleiben, Phil. Er würde irgendwann doch alles erfahren. Ganz genau. Na schön. Solange er nicht unterbricht. Bin ganz so. Betrachtet mich als Teil des Mobiliars. Die Loge hatte einst große Pläne mit dir. Wichtige Pläne. Gewiss entsinnst du dich. Du solltest deine Studien abschließen und eine von uns werden. Leider lief es anders. Wir wollen die Loge wieder einberufen. Und wir erneuern unser Angebot. Du musst zu uns stoßen. Wir sind betrübt, dass unsere liebe Keira an dem Unterfangen nicht teilnehmen kann. Aber die Umstände schließen eine längere Trauerzeit aus. Sie war selber wie schuld. Wie lautet deine Entscheidung? Wirst du dich uns anschließen? Wie damals? Ich soll irgendein Prinzchen heiraten und eure Marionette werden? Du warst damals noch ein Kind und wir haben die Situation falsch beurteilt. Diesmal bieten wir dir eine Partnerschaft an. Was? In der Loge hat immer jemand das Sagen. Die Loge wird gesetzlich verfolgt. Du wärst wieder auf der Flucht. Ja, das stimmt. Die Loge der Zauberinnen ist auf dem gesamten Kontinent vogelfrei. Zu ihnen zu stoßen würde Verfolgung und ständige Flucht bedeuten. Könige sterben, Weltreiche fallen, die Magie überdauert. Mach dir bitte klar, dass du zu Großen geboren wurdest. Arbeite mit uns, dann erreichst du es.
Und sobald wir dich gelehrt haben, deine Kraft zu kontrollieren und zu kanalisieren... Dafür habe ich doch Avalach. Und du lässt das zu? Glaubst du ernsthaft, dass seine Absichten lauter sind? Nein, aber er ist besser als ihr. Ja, Avalach ist vertrauenswürdig. Ich vertraue niemandem. Das ist Ciris Entscheidung, ganz genau. Ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue euch nicht. Aber das spielt keine Rolle. Ciri entscheidet. Wissende hegen immer verborgene Pläne. Altruismus gehört einfach nicht zu ihrer Konstitution. Du bist sein Werkzeug, auch wenn du es nicht merkst. Wir sichern dir Wissen und Schutz zu. Aber du bleibst als dein eigener Kapitän am Ruder deines Schiffs. Und im Gegensatz zu Avalach können wir dir das versprechen. Wir erwarten nicht, dass du dich sofort entscheidest. Überdenk, was du gehört hast und wie du dich fühlst. Wir reden, wenn du soweit bist. Wenn das alles ist, dann... Müssen wir nach Skellige und den Sonnenstein finden. Avalach wartet unten im Hafen. Ganz genau, das tun wir. Das ist eine sehr gute Idee. So. Mädels. Eule. Und? Ich weiß nicht. Ich will eigentlich nicht drüber reden. Ich gehe spazieren. Sie muss sich ihre Gedanken machen, das verstehe ich. Triff Avalach auf dem Schiff. 50 Erfahrungspunkte haben wir bekommen, sehr schön. Und die Quest abgeschlossen, ein Traum. Aber dann hier, wow. Dann nehmen wir natürlich alles mit. Das und den Schnaps, die wilde Jagd lassen wir da. Wir müssen weiter runter. Huch, sorry. Kommt denn der Schluck auf jetzt her? Der halbe. So, ja, ihr seid hier munter Musik am machen. Entschuldigung. Die Musik stoppt deswegen? Tut mir leid. Weiter geht's. So. Boah, jetzt habe ich echt Schluck auf. Ich glaub's ja wohl nicht. Man muss ja 7 Schlücke trinken oder Luft anhalten und dann ist es weg. Ich vertraue einfach darauf, dass er einfach weggeht. Ohne irgendwas. So, in 200 Fuß werden wir den guten Avalach also finden. Auf dem Schiff. Natürlich. So, das Ding benutze ich nochmal. Oh, Plötze, hey. Plötze, was machst du denn hier? Mach langsam. Der muss gar nicht langsam machen. Lauf. So. Den nehmen wir mit, den guten Plötze. Und dann schauen wir mal. Wir werden nach Skellige reisen und den Sonnenstein suchen. Ich gehe davon aus, dass die Hauptstory nicht mehr allzu lang geht. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, ist das Schiff? Das ist das Schiff. Was? Was ist hier los? Da sind ja schon die Mädels. Wie seid ihr denn so schnell hier hingekommen? Wenn ihr helft, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht. Aber ich frage ihn danach. Was macht ihr da? Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Er sagte ihnen Amnestie zu? Wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Ja, genau. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich. Wie war das denn mit Fringilla? Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus dem Eritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Woher will Rita das denn wissen? Woher weiß Rita das? Sie kommt doch selbst gerade aus dem Gefängnis. Bevor sie eingesperrt wurde, hat sie mit Fringilla gesprochen.
Fringilla sagte, der Kaiser hätte sie zu sich zitiert und nach dem Treffen würde sie erklären, warum. Seitdem hat niemand mehr von ihr gehört. Ich dachte, diese Art Drama hätte sich nur bei Radovid ereignet. Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Mhm. Ich glaube, dem kann man nicht so trauen, wie du dir das vorstellst, liebe Yennefer. So, Ladies, Margarita, wir können mit dir reden. Wie fühlst du dich? Besser, danke. Wenn du nicht rechtzeitig gekommen wärst, hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Ich schulde dir was. Das tust du. Bedank dich bei Yennefer. Es war ihre Idee. Wie haben die Hexenjäger dich überhaupt bekommen? Ich dachte, Margarita Lauxantil wäre die Letzte, die sich von Hexenjägern fassen lässt. Das stimmt, wenn es nur mich betroffen hätte. Du vergisst, dass ich meine Studentinnen berücksichtigen musste. Mhm. Ich wusste, dass die Jäger schließlich Aretusa erreichen würden. Es war nur eine Frage der Zeit. Als ich hörte, dass Triss seine Fluchtroute nach Govia organisierte, sah ich keinen Grund zu zögern. Mhm. Ich sammelte meine Novizinnen und wir ritten nach Novigrad. Leider wurden wir gefasst und in Deriad eingesperrt, bevor ich Triss kontaktieren konnte. Mhm. Ich habe gar keine anderen Zauberinnen bei dir gesehen. Weil sie schon hingerichtet wurden. Verbrannt, lebendig, eine nach der anderen. Die talentiertesten Mädchen des Nordens. Oha. Radovid hat mich für den Schluss aufgehoben. Tja, jetzt hat sie ihn selber erwischt. Aretusa, die Schule, was ist damit geschehen? Wenn du hier bist, was ist dann aus Aretusa geworden? Am Tag meiner Ankunft in Novigrad erhielt ich eine Botschaft von Biruta Ikarti. Kurz und bündig. Schule von Redanian überrannt. Die Bibliotheken brennen. Eine Handvoll Studentinnen ist mit Nina Vivero geflohen. Die anderen sind tot. Es ist vorbei. Oh je. Später erfuhr ich, dass Priester des ewigen Feuers in den Ruinen der Akademie standen und dem Opfer sprachen, dass diese Strafe alle Magier und Verräter erwarte. Mhm. Okay, vielen Dank für die Infos. Leb wohl, Rita. Leb wohl. Wir sehen uns gleich auf dem Schiff, Mann. Leb wohl. So. Da ist hinten sind sie. Yennefer, Avalach. Triss ist da. Ciri, wir reden mal mit allen hier, wenn das hast schon du möglich kurz ist. Zeit? Natürlich. Na klar. Was hast du vor deiner Rückkehr gemacht? Wie ist es, zwischen den Welten zu reisen? Ich brauche deinen Rat, es geht um Yennefer. Wie kann Eredin dich... Das haben wir alle schon gefragt. Ich frage mal das hier. Also, ich bräuchte mal deinen Rat, wegen Yennefer. Also gut, schieß los. Es ist so. Ich würde gerne mit dir weggehen, wenn alles vorbei ist. Irgendwohin, wo es schön ist. Richtig schön. Hm. Und ruhig. Ist das so? Du bist schon fast überall gewesen. Und du kennst Yen gut. Fällt dir was ein? Ich dachte an Spala oder vielleicht Dol Blatana. Kehrt im ersten Gasthaus ein, an dem ihr vorbeikommt. Bezahlt für einen Monat im Voraus. Ritz bitte nicht stören in die Zimmertür und mach sie hinter euch zu. Das ist alles? Das ist alles. Wow, was für ein Tipp. Das hätten wir eh gemacht. Leb wohl. Ich sollte gehen. Gut, leb wohl. Wir reden später. Leb wohl hört sich so endgültig an. Triss. Mit dir reden wir natürlich ja, auch. Ja, Geralt? Bist du schon lange in Novigrad? Du hast die Rose der Erinnerung noch. Oh, was? Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Mhm. Bist du denn schon lange in Novigrad? Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt. Und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Natürlich. Und wie läuft's so bei dir? Wie, läuft's denn so? Der Kampf fordert jeden hier. Du weißt, was ich meine. Was soll ich denn sagen? Ich wusste, dass du und Yennefer, dass ihr wieder zusammenkommen würdet. Es war von vornherein sinnlos. Sieht so aus. Ich will nur nicht, dass du... Lassen wir es gut sein, ja? Ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren. Es tut mir leid. Verstanden. Es tut mir leid, Triss. Es tut mir leid. Bis dann, Triss. Ja, so ist das manchmal. Teamwork. Drei kleine Knüppel hier drin. Wir gehören leider zu Team Yennefer. Es tut mir leid.
Da ist Yennefer. Mal gucken, vielleicht kann ich mit ihr reden. Ja, na klar. Geralt? Ja. Ich will über die Vergangenheit reden, über die wilde Jagd. Unsere Begegnung mit dem Djinn. Spürst du etwas? Und? Fühlst du dich anders nach unserer Begegnung mit dem Djinn? Ja, ich fühle Bedauern. Willst du damit sagen, dass... Ich bedauere, dass wir es nicht früher versucht haben. Viel früher. Hätten wir dann weniger gestritten? Ganz im Gegenteil. Mhm. Aber auch die anderen Momente wären leidenschaftlicher gewesen. Mhm. Momente wie diese. Uha. Und Triss im Hintergrund. War das Triss? Oh Gott. Ich will über die Vergangenheit reden, über die wilde Jagd. Denkst du manchmal über die Vergangenheit nach? Über deine Zeit bei der Jagd? Manchmal. Ich staune, dass wir noch leben. Eredin hinterlässt doch sonst keine Zeugen. Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja. Deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Mhm. Was ist in Nilfgaard passiert? Warum hast du nicht nach mir gesucht? Worüber wir gesprochen haben? Haben wir das schon? Das haben wir doch schon alles gefragt, meine ich. Das kommt ja immer wieder. Bis dann. Ja, komm. Wir reden mal mit dem Abalach. Ich möchte jetzt hier in See stechen. Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Du warst das Letzte. Ja, fahren wir. Lichten wir den Anker. So ist es. Auf geht's nach Skellige. Na, jetzt geht's los, Freunde. Der Sonnenstein erwartet uns. Mal gucken, wann wir auf die wilde Jagd treffen und wo vor allen Dingen. Aber zuallererst benötigen wir den Sonnenstein. Ich hoffe, wir verlieren niemanden mehr. Ich habe keine Lust, dass wir noch irgendjemanden aus diesem Team verlieren. Der arme Wesemir. Es tut mir immer noch leid, aber ich glaube nicht, dass wir ihn hätten retten können, oder? Ich meine nicht. Ich meine, das gehörte zur Story dazu. Kann ich mir gut vorstellen. Der Trank Schwalbe regeneriert sowohl im Kampf als auch sonst Vitalität. Gut zu wissen. Wir waren ja schon mal auf Skellige. Da dürften wir ja alles erledigt haben, oder? Hoffe ich. Wir werden auch mal auf die Weltkarte gucken. Ihr wisst es doch. Nicht, dass sich da Neues ergeben hat. Die beiden, ey. was sind da für Schiffe da hinten? Was ist das? Ist das ein Speer? Ein Speerrabe? Oh. Nun, damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Es gibt auch eine positive Seite davon. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Mhm. Okay. Der nächste Ladebildschirm. Die Ladebildschirme, die häufen sich sehr. Und die sind auch sehr lang. Gefühlt. Wahrscheinlich sind die gar nicht so lang, aber gefühlt sind die super ultra lang. Ich werde wahrscheinlich nie dran denken, die rauszuschneiden. Weil ich es einfach vergesse. Es tut mir leid. Wenn das jetzt abstürzen würde, klar, das würde ich rausschneiden. Schnell, das würde ich mir aufschreiben. Wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. So wir brauchen Fringilla Vigo hier. Okay. Wir wissen nicht mal, was der Sonnenstein ist. Könnt ihr mich auf das Schiff des Kaisers teleportieren? Okay, wir wissen nicht mal, was der Sonnenstein ist. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten.
Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Mhm. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Nope. Bin interessierter daran, wie man ihn verwendet. Ich liebe Elfenlegenden, lass hören. Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erbenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Mhm. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Ich bin eher interessiert daran, wie man ihn verwendet. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Na klar. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. So, und der Sonnenstein ist bestimmt auf Skellige? Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich. Oh je. Neusack, ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. Okay. Und könnt ihr mich auf das Schiff des Kaisers teleportieren? Geht das? Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Wissen Sie, dass wir hier sind? Meinst du, Sie wissen, dass wir hier sind? Emirs Magier? Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden Sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt, aber... Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit. Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was M hier mit ihr vorhat. Mhm. Sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Alles klar, ich gehe selber darauf. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Sowas würde ich niemals sagen. Er schafft das schon. Danke. Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Bin weg. Ich bin weg. Viel Glück. Danke sehr. Danke, danke, Ciri. So. Frag Krach, wo Moissack ist. Brief von Yennefer an Emhyr Var-Emrhais. Sollten wir das lesen? Natürlich. Kaiserliche Majestät, gestattet mir euch daran zu erinnern, dass unser Arrangement sämtliche Zauberinnen betrifft, die sich an jenem riskanten Unterfangen beteiligen wollen, dessen glücklicher Ausgang uns so wichtig ist. Nachdem es mir bereits gelungen ist, viele Mitglieder der Loge zu versammeln, fällt es mir schwer zu glauben, dass ihr es Fringilla Vigo verweigern wollt, zu unserer Gesellschaft zu stoßen. Ich verstehe, dass ihr aufgrund von persönlichen Faktoren nicht geneigt seid, euch von eurer Untergebenen zu trennen. Doch versichere ich euch, dass unsere Interessen dazu nicht im Widerspruch stehen. Ich verspreche, dass ich mich an die Bedingungen unserer Abmachung halten werde, obwohl sie mir Opfer abverlangen und mich in eine unvorteilhafte Situation bringen. Ich bitte höflich, doch mit höchstem Nachdruck darum, dass ihr Fringilla freilasst. Mit allem Respekt, Yennefer. Was? Was hat sie denn da bitte ausgemacht mit dem Kaiser? So rum und Abendbrot sag ich nie nein. Natürlich nicht. Schon gut. Der Herr mit den lustigen Hosen. Der Herr mit den lustigen Hosen? Neue Quest, der Sonnenstein. Was, wenn ich wieder verschwinde? Huch!
Ich dachte, hier ist der Steg. Knapp vorbei. Ganz knapp vorbei. Okay, Moment. Wo sind wir denn hier überhaupt? Auf Skellige. Ah, Oh. Ah, das war ja hier, wo wir nicht hinkamen. Um Gottes Willen. Da müssen wir doch hin. Und hier müssen wir auch noch hin. Oh mein Gott. Shit. Ja, der Vollständigkeit halber würde ich sagen, machen wir die beiden noch. Die beiden Fragezeichen können wir noch nicht machen. Allerdings, die beiden härteren Gegner können wir jetzt wahrscheinlich vernichten. Das würde ich doch gerne machen, weil ich liebe es, wenn eine Karte komplett erledigt und aufgedeckt ist. Also, bitte seid mir nicht böse, aber ich muss das tun. Ich muss einfach. Ich habe sonst hier nichts mehr, oder? Ich meine nicht. Also hier, ich weiß ganz genau, was hier ist. Hier ist dieser Erzgreif. Der hat uns damals ge-one-hitted. Mit einem Hit hat er uns fertig gemacht. So, ich würde gerne hierhin nach Harviken. Ich weiß, das ist komplett an unserer Hauptstory vorbei, aber die läuft nicht weg. Die läuft nicht weg und wir unterbrechen ja auch nicht durch andere Quests. Das ist ja nur hier härtere Gegner umhauen. Ich hoffe, dass wir das jetzt mittlerweile hinbekommen, nicht mitbekommen. Aber ich denke schon. Ich denke, das kriegen wir hin. So, erstmal hier zu dem Schmied. So, das Ding benutzen wir. Habe ich das jetzt benutzt? Jetzt. Okay, wir müssen nicht nach Norden, sondern in diese Richtung hier. Du kommst von weit Plötze, her. Komm her. Plötze, ich bin hier. Ja? Nein, nix, ja. Ich will nur auf mein Pferd. Auf mein Pferd. Ich will doch nur auf dich. Ich will doch nur auf dich drauf. So. Na klar. Die Banditen im Hochland. Wahrscheinlich ist das genau das Ziel, was wir hier haben. In diese Richtung. Was war denn letzte Nacht? Das hat sich nicht so nett angehört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo es ist. Ich werde es mal markieren. Bevor wir dran vorbeireiten oder gar nicht erst ankommen. Ja, guck mal. Ach, das ist eine Höhle. Was war denn da nochmal? Warum konnten wir die nicht besiegen? Was auch immer da in dieser Höhle war. So, da habe ich jemanden durch. Los. Mach langsam. Jo, alles gut. Plötze kriegen wir alles hin. Was war denn nochmal in dieser Höhle? Komm schon, Plötze. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, was hier drin war. Ist aber auch schon ein paar Tage her, ne? So, ich speichere natürlich ab. Und schau mir das mal an. Mit meiner guten alten Fackel. Was für ein Ungetüm war hier drin? Ich versuche mich zu erinnern, aber... ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, was hier unten ist. Wahrscheinlich werden wir es gleich sehen. Ja. Das war's. Ja. Aua. Okay. Hier.
stirb. Ich erinnere mich, wir haben gegen dieses Vieh hier, dieses riesige Vieh, dieses Ballonding da hinten, haben wir dick verloren beim letzten Mal. Deswegen bin ich gar nicht erst wieder hier hingekommen. Krabbspinnenaugen. Okay. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Alter. Wir wären eigentlich tot. Aber unsere Kraft, wenn wir auf Null sinken und dann wieder voller Energie bekommen, die ist Gold wert. Wirklich. Die ist Gold wert. So, ich frage mich jetzt aber gerade, was gibt's denn hier? Hier muss doch irgendwas geben. Außer Pilze. Also ich bin doch nicht wegen Kartoffelbovisten hier hingekommen. Gibt's hier irgend... Ah, eine Kiste. Jägerstiefel, Relikt, Fell, Zwirn, Glyphe, Runenstein, ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hose jetzt so, die Stiefel so gut sind. Nicht wirklich. Die sind noch nicht mal 100 wert. Ciao. Also, ernsthaft. Warum habe ich das denn? Nur wie gerade Langschwert? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war schon alles hier in dieser Höhle. Kann das sein? Das wäre aber schon ein bisschen... Oh, yeah, du Penner. Oh, yeah, jawoll. Wäre doch schon ein bisschen enttäuschend. Wenn das tatsächlich schon alles war? Ich glaube schon. Hier ist nichts mehr außer Pilze. Was ist das da hinten? Also, das ist das, was ich zurückgelassen habe. So ein Scheiß. Okay. Wir machen uns auf zu dem Erzgreifen, würde ich sagen. Hallo Freunde der Sonne. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios amigos.